Und jetzt sage ich, wir haben ein super Spiel abgeliefert. Gott sei Dank. Jetzt haben wir eine Pre-Playoffs und ja, dann schauen wir mal. Als erstes schießen wir Bietigheim ab und dann werden wir weiter sehen, was wir alles so schaffen können. Das war ein super Spiel. Wir waren frei, das war so, wie man es sich vorstellt, nicht so wie letzte Woche. So soll es weitergehen. Jetzt hoffen wir, dass in den Pre-Playoffs es da wirklich besser wird. Sehr gut, so könntest du ja jedes Mal spielen. Ciao! Ah, immer frei, oder? So heißt es, viel öfter spielen müssen gegen die Frankfurter. Nicht bloß verlieren. Oder? Ja. Aber im Verhältnis zu letzter Woche war das heute ein super Spiel. Stimmt. Weil da bin ich nach dem zweiten Drittel gegangen. Und jetzt war das einmal frei. Ja, ich bin zu Gast von der Firma Riedmüller hier und das Spiel hat mir auf jeden Fall gefallen. Wie gesagt, hoch die Hände, Wochenende. Ne? Also, bis dann. Ganz ansehnlich, ansehnlich und ja, wir waren der verdiente Sieger am Ende. Also, wir sind echt stolz auf unser Team da, Hanne. Wir haben jetzt die Klasse halt so gut wie geschafft und können eigentlich nichts dazu sagen, aber wirklich Hammer Spiel. Und ja. Zeitweise eben, klar, Frankfurt, das ist halt nicht einfach, aber wir haben, beziehungsweise die Mannschaft hat es einfach. Ja, ist einfach, der hat es einfach souverän runtergespielt. Gut, also. Spiel 4:2 für die Einwohner.